Also ja, das will ich einfach auch in Videos zeigen und Videos machen, um Leute zu unterhalten. Ja, ich habe ganz gechillt Clips geschnitten, wirklich immer so ein bisschen, naja, nicht krass geschnitten, sag ich mal. Und ja, dann bin ich auf Revi gegangen, habe angefangen wirklich Clips krass zu editieren. Kopjetz hat mich früher, wo ich Platz 5000 war und eine 50 Blockline Moonwalk über ihn gezogen habe, als Hacker gecallt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, wir sind beim letzten Mal bei dem Thema stehen geblieben, dass ich ja von einer gewissen Person, nachdem Kopjet mich Hacker genannt hat, angeschrieben worden bin. Erstmal, ich muss sagen, ich habe dann angefangen Bedwars zu spielen, 8x1, wie es jeder getan hat. Ich wollte mich einfach an das Revi-Game gewöhnen, wie die Spieler dort spielen, wollte ich einfach reinfinden. Naja, ich habe dann auf jeden Fall viel 8x1 gespielt und viel gemacht und getan, damit ich ja so ein bisschen reinfinde. Und irgendwann habe ich auf eine Person getroffen, die mega gut Knockback-Videos konnte und mich zu einem 1-on-1-Fight oder einer One-Line-Fight herausgefordert hat, in Anführungszeichen. Und ich bin raufgegangen und er hat absolutes Anti-Knockback bekommen. Und ja, dann habe ich gesagt, Hacker, natürlich wie es früher normal war so. Man hat einfach Leute generell, so, er hat wirklich absolutes Anti bekommen, er ist nur hochgeflogen, das war auch schon vor Polchis Taktik League. Habe ich gesagt, Hacker, er hatte mich schon eingebaut und ja, wie soll ich sagen, er hat sich annickt und es war am Ende 3-Ei. Daher bin ich dann auf seinen Kanal gestoßen, habe gesehen, was er so viel Content macht, habe so früher immer gemoonwalkt und früher hat er schon Godbridge-Line so hochgeladen auf Theodor in Fast-Bild. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der kriegt es so geil hin, ich will es auch schaffen. Hab angefangen mit Godbridge und ja, im Prinzip bin ich dann auf Godbridge gekommen, eben durch 3-Ei. Weil ohne ihn hätte ich nie irgendwie diese Bauart, denke ich, entdeckt. Und ja. Und oh nein. Na, dann etwas später habe ich immer fleißiger Clips geschnitten, immer mehr editiert und alles drum und dran. Mehr Effekte, besser auf den Ton geschnitten, blabliblub. Und irgendwann hat mich dann über Twitter eine Person namens Mr. DNS angeschrieben. Diese Person meinte, ja, ey, hast du Bock, hier kleinen Gastupload für mich zu machen? Er hätte keine Videos und sei im Urlaub. Ich natürlich, wie soll man sagen, ich war 5K-YouTuber, er war glaube ich 8 oder 7K-YouTuber. So, klar, dass man dann Gastupload macht. Ich natürlich, ja, war früher noch ein bisschen verunsichert, weil ich nicht wusste, was ich für so eine Reichweite machen soll, ob es jetzt ein Commentary sein soll oder Clips. Ich habe mich dann, wie es viele von euch wissen, für einen Commentary entschieden. Habe ganz normal mein Schnitz hier weitergeführt, viel Godbridge eingebaut. Und ja, ab da ging es dann los mit meinem YouTube-Hype, in Anführungszeichen. Und das alles im Prinzip nur, weil ich eben diese Bauart durch 3-Ei hatte und weil ich eben 3-Ei in der Runde getroffen habe, was pures Glück war. Und ja, dann habe ich den Gastupload gemacht, innerhalb von einem Tag, ich glaube 400 Abos plus gemacht. Dann irgendwann die 1K geknackt, als 1K-Special in den Heldencam hochgeladen, weil früher sehr, sehr viele meinten, dass ich hacke. Und ich das einfach beweisen wollte, dass es eben nicht so ist. Und diese Handcam wurde dann absolut in den Hype gezogen. Wirklich absolut. Die hat jetzt über 120.000 Aufrufe. Was absolut krank ist. Über 5.000 Likes, glaube ich, über 4.000 Likes. Und ja, wie soll ich sagen? Die wurde in Hype gezogen. Meine anderen Videos waren auch alle mega im Hype. Und auch kacke. Dann wurde ich mit der Zeit immer größer. Und ich glaube, 3, 4, 5 Tage nachdem die Handcam rauskam, hat der liebe Le Buddy, der hatte früher nämlich immer so Nachwuchstalente hochgeladen. Und ich war dann einer dieser Nachwuchstalente auf seinem Kanal in einem Video und wurde dadurch im Prinzip auch nochmal ein bisschen höher gepusht, sage ich mal. So, dann sind plötzlich sonst wie viele Videos über mich entstanden, generell auf YouTube. Es sind wirklich Video nach Video von auch größeren YouTubern, die sich meinem Hype dann anschließen wollten. Video nach Video entstanden, wodurch immer noch viele meinen, dass ich ja nur hochgepusht bin, weil eben diese YouTuber ein Video über mich gemacht haben. Und weil sie ja meinen, nur weil mein Name im Titel steht, dass es direkt ein Push ist. Naja, auf jeden Fall ist ein Video nach Video über mich gekommen.
Es war absolut krass. Ich wurde immer, immer größer, hatte dann mit 6.000, 7.000 Abos wieder so einen kleinen Tiefpunkt, wo es gar nicht mehr lief, wirklich kaum noch. Oh nein, den Hit hätte ich bekommen müssen. Oh fuck, ja, GG. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann so meinen absoluten Tiefpunkt, wo ich kaum noch Klicks gemacht hatte. Klicks, ja, kann man jetzt nicht Tiefpunkt nennen, aber mein Kanal war sozusagen schon so ein bisschen down. Und dann hatte ich trotzdem weitergemacht. Und irgendwann durch ein Clips-Video war das, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wieder so einen kleinen Höhepunkt gefunden. Und ja, als dieser Höhepunkt wieder angefangen hat, habe ich jetzt, Leute, erstmal kurz davor, no hate an der Stelle, kam ein Video über mich auf YouTube von einem bekannten, großen YouTuber, der Black Eagle FNA hieß, beziehungsweise heißt, wo meine Person drin gespielt hat. Davor, bevor dieses Video kam, habe ich auch einen Kommentar bekommen. Haha, war ja so easy gestern, wo ich mich gefragt hatte, ich hatte gestern gar keinen Bellrose gespielt oder nur gestern Abend. Wo er meinte, ja, ich hab dich ja so easy gereckt. Und ja, wie soll ich sagen, da kam dieses Video über mich, wo ich als Ingame-Person dargestellt worden bin, es aber so nicht war. Das heißt, im Prinzip, mein Name über mein, also der Name über meinem Kopf, wurde gefaked, in Anführungszeichen. Und es wurde so dargestellt, dass ich dieser Spieler bin, obwohl ich es nicht war. Viele hatten es geglaubt und daraufhin habe ich dann ein Gegenvideo gemacht und so Beweise aufgelistet, wo man halt ganz genau sieht, dass ich das nicht bin in diesem Video. Ja, diese Beweise waren für denjenigen, für den YouTuber, dann auch in dem Moment sehr, sehr erdrückend. Ja, meine Community war in dem Moment auch sehr stark, muss ich sagen. Also, ich habe das Video gegen diesen YouTuber dann gemacht, beziehungsweise gegen Black Eagle FNA. Und ich glaube, eine Stunde später gab es schon 100 Kommentare mehr unter dem Video, wo hauptsächlich beleidigt wurde, was mich dann nicht so gefreut hat, weil ich im Video vor allem auch dazu aufgerufen hatte, nicht zu beleidigen. Und ja, ich hatte früher dieses Video mit zwei Kollegen von mir gemacht, die im Prinzip über eine Skype-BU in meinen Logs nachgeguckt hatten und geguckt hatten, ob ich diese Chat-Nachrichten, die dort geschrieben worden sind, auch wirklich geschrieben habe oder ob das für halt eine andere Person war. Digga, Mini, was versuchst du hier abzustauben, Mann? Was soll das? Diese eine Person, einer meiner früheren Mates, wollte dann, ich glaube, einen Monat später oder so, weil er ja meinte, ich hätte mich so doll verändert, meinen Kanal wegstriken. Er wollte mich im Prinzip mit 3 Strikes durch auch einen Teil des anderen Mates striken lassen und im Prinzip meinen Kanal futsch machen lassen. Und daraufhin hatte ich früher dieses Video gelöscht, nicht auf privat gestellt, weil ich früher gedacht habe, man könnte die Videos, selbst wenn sie privat gestellt sind, noch striken, beziehungsweise ich könnte mir dadurch noch einen Kanal-Strike einfangen. Und ja, dieser Mate wollte mich dann striken lassen. Ich hatte dieses Video dann leider gelöscht und deswegen gibt es dieses Video auch nicht mehr. Nur das war dann auch einer so der aussagendsten YouTube-Momente, wo ich so am meisten gelernt habe von YouTube. Meiner Meinung nach immer noch. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde es im nächsten Video nochmal kurz ansprechen, diese kleine Geschichte. Da ich einfach noch nicht alles erzählen konnte, zwar vieles, aber halt noch nicht ganz alles, aber halt nicht mehr so viel zu erzählen habe, dass es für ein ganzes Video reichen würde. Daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da werde ich die Geschichte noch bis zum Ende vollbringen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne mal einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.